Ja, hi Leute, hier ist der MTX-RGU. Ich mache mal wieder ein neues Video und zwar zeige ich euch, wie man unser VPN, IceVPN, von PC zur Konsole, also zur PlayStation, zur Xbox oder zu sonst irgendeiner Konsole verbindet. Es ist ganz leicht. Ich empfehle euch auch wirklich, unser VPN zu benutzen und nicht irgendwie einfach NordVPN oder WinScribe oder ProtonVPN runterzuladen, weil diese VPNs nicht die DDoS-Protection haben, wie wir sie haben. Also natürlich könnt ihr damit euren Standort verschleiern. Das heißt aber, im Falle eines Falles werdet ihr damit trotzdem angegriffen. Das passiert mit unserem VPN nicht. Und deswegen empfehle ich euch auch wirklich mal unser VPN anzuschauen. Wenn ihr bei uns 6 Monate kauft, dann zahlt ihr 16 Cent am Tag. 30 Euro für 6 Monate, das finde ich wirklich okay. Und ihr könnt auch bei unserem Discord-Server joinen. Da seht ihr nochmal alle Infos, Ankündigungen. Ihr seht auch in Zukunft für unseren neuen Server die Attack-Logs. Das heißt, wenn ihr angegriffen werdet, seht ihr das bei uns live im Discord. So, jetzt laden wir uns einfach mal kurz OpenVPN runter, denn das ist, was wir benutzen. Dazu einfach mal den Link in der Beschreibung anklicken und hier auf den letzten Link klicken. Dann ziehen wir das Ganze einfach mal auf den Desktop, klicken auf Start, klicken auf Install Now. Bevor wir OpenVPN starten, nach der Installation, seht ihr das Icon auf eurem Desktop, will ich euch noch ganz kurz eine Sache sagen, denn für die Leute, die jetzt kein gutes WLAN an ihrem PC haben, empfehle ich, den PC mit LAN zum Router zu verbinden und dann ein zweites LAN-Kabel mit diesem USB to LAN-Adapter vom PC zur PlayStation anzuschließen. Ich werde euch kurz auch ein Bild einblenden, wie das Ganze dann aussieht. Die Dinger gibt es für 10 Euro, die steckt ihr einfach in euren USB-Port, dann steckt ihr ein LAN-Kabel dran und das geht dann zur PS4. Wenn ihr das Ganze über WLAN macht, dann braucht ihr das aber auch überhaupt nicht. So, jetzt klickt ihr einfach mal auf OpenVPN, dann geht ihr mit Rechtsklick auf Dateipfad öffnen, klickt einen Ordner zurück auf OpenVPN, dann geht ihr hier in den Config-Ordner rein und dann könnt ihr einfach die File, die wir euch geschickt haben, hier von eurem Desktop hier reinziehen, klickt auf Fortsetzen und dann wird das Ganze hier reingezogen. Was ihr dann machen müsst, ihr könnt einen Doppelklick auf OpenVPN machen, dann werdet ihr verbunden und dann ist da unten ein kleines Symbol. Bei euch ist es vielleicht noch hier in dem Pfeil, dann klickt ihr auf den Pfeil, sucht diesen kleinen Desktop-Symbol mit diesem Schlüssel dran, macht einen Rechtsklick drauf, geht auf System Profiles, wählt IceVPN aus, dann loggt ihr euch mit eurem Benutzer und eurem Passwort ein. So, wenn ihr das soweit gemacht habt, könnt ihr hier einfach auf OK klicken. So, und dann werdet ihr hier einfach verbunden. Das seht ihr, wenn dieser Screen da unten, dieser Bildschirm einfach dann komplett weiß ist, dann seid ihr verbunden. Jetzt geht ihr bei euren Einstellungen auf die Adaptereinstellungen und jetzt müsst ihr erstmal, was ich euch empfehlen würde, dass ihr eure normale Internetverbindung erstmal zur PS4 shared. Das heißt, bei euch müsste jetzt hier irgendwo ein WLAN-Signal sein oder eure normale LAN-Verbindung. Bei mir ist das diese hier, da mache ich einen Rechtsklick, gehe auf Eigenschaften, gehe auf Freigabe, mache hier ein Häkchen und dann will ich zu meinem USB to LAN-Adapter in meinem Fall sharen. Wenn ihr einen USB to LAN-Adapter habt, wenn ihr nur ein LAN-Kabel dran habt, dann heute im Endeffekt euer LAN-Kabel. Dann klicke ich auf OK. Dann schauen wir einfach mal an der PlayStation, wie die Verbindung aussieht, ob wir die IP abrufen können. So, das sieht schon mal soweit gut aus. Wenn die IP abgerufen werden kann, dann geht ihr hier nochmal auf euer VPN, auf diesen Adapter hier. Das ist wahrscheinlich euer VPN, das könnt ihr auch einfach umbenennen in VPN, dann seht ihr es sofort wieder. Dann Rechtsklick, Eigenschaften, Freigabe. Ihr wollt das VPN sharen zu eurem LAN-Kabel oder zu eurem USB-to-LAN-Adapter. Klickt wieder auf OK und schaut an der PlayStation wieder mit einem Internetverbindungstest. Und wenn jetzt die ersten drei wieder erfolgreich sind, Abruf der IP, Internetverbindung und Anmeldung im PlayStation Network, dann seid ihr richtig verbunden. Was ihr dann, um 100% sicher zu gehen, noch machen könnt, ihr könnt bei euch in den Browser gehen und könnt die Seite myip.is aufrufen und wenn dort auch die VPN-IP erscheint, dann wisst ihr, ihr seid zu 100% mit unserem VPN verbunden und seid sicher auf der PlayStation unterwegs.